Als die Macht der Abbasiden im 9. Jahrhundert immer mehr verfiel, konnten andere Familien aufsteigen, wie die Dynastie der schiitischen Fatimiden in Ägypten. Dabei handelt es sich um Nachkommen der Fatima, der Tochter Mohammeds, die von 909 bis 1171 in Ägypten regierten. Sie hatten den Anspruch, eine islamische Universalherrschaft zu errichten und eroberten ganz Nordafrika bis zum Atlantik. Vom islamischen Sizilien aus unternahmen sie regelmäßige Glaubenskämpfe nach Unteritalien. Die Fatimiden hatten ihre Residenz in Kairo, wo sie neben Moscheen auch das Haus der Weisheit im Jahr 1005 gründeten. Das war die bedeutendste Akademie und Bibliothek des arabischen Raumes und wurde 1068 in einem Aufstand zerstört. Trotzdem waren die Fatimiden in der Welt des Islams dieser Zeit nur ein politischer Faktor in einem unübersichtlichen Ringen. Im Osten konnten sie nie etwas bewegen. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit ihrer Macht lag ein sehr großer Unterschied. Gerade die Zersplitterung der islamischen Welt war dann schließlich auch ein Grund für die Kreuzzüge, die das Verhältnis Europas zum Orient nachhaltig prägen sollten.